Punkte, wir brauchen Punkte. Werden wir die bekommen? Eventuell. Ich bin nun wieder punktgenau, also so in etwa bei genau Experte. Und mal schauen. Das kann schnell gehen, das kann langsam gehen. Im Hintergrund regnet es. Und hoffentlich wird das... Habe ich irgendwelche Attacken? Ja, Stromstoß wird davon verstärkt. Von Regen unter anderem. Nein, also im PvP ist das nicht so. Dann schauen wir mal, was der Fabian hier so macht. Mit einem Dialga. Ich will mehr Dialga. Ich brauche mehr Dialga. Denn die sind eigentlich wunderbar. Nicht so viele hiervon. Von denen brauche ich eher weniger. Aber hier müssen wir nun ein bisschen drin bleiben. Ich befürchte, ich sag euch ehrlich, so ich befürchte Doppelfee, weil, ja, da kommt man dann hier blind sofort rüber. Okay, ich bekomme direkt ein Schild, dann gehe ich schon mal raus. Ja, ich befürchte Doppelfee, also wird Xerneas wieder gegen Iveltal kämpfen dürfen. So befürchte ich das. Mal schauen, wie das der Gegner macht. Ich hoffe, er erwischt mich nicht genau im Gleichstand. Okay, er schwächt sich nicht ab. Das ist mir recht. Er erwischt mich im Gleichstand, aber ich bin nun noch nicht in Stromstoßreichweite. Und ja, okay, Knuddel auch nicht, aber du bist auf jeden Fall schon in Luftstoßreichweite. Das muss ich dir leider sagen, Kollege. Glaube ich. Hoffe ich. Noch ein Schild. Okay. Null Schilde und rüber da. Himmelsweger schaffe ich noch. Naja, auch wenn die Feuerodem mal wieder sehr seltsam aussehen. Aber nun bist du in Nahkampfreichweite und ja, keine Ahnung, also... Ah, ich hätte mir das schon vorher überlegen sollen. Ich hätte mir das echt schon vorher überlegen sollen. Also, Iveltal. Bitte fang an, nicht erst, wenn dann schon vier Feuer oder mit einer Standpauke, okay? Ja. Wie auch immer. Hier wird komplett in Zacian reingebuttert. Ich glaube, das ist wichtig und richtig so. Schauen wir mal, ob ich das bereue, ob ich das nicht bereue. Ich habe keine Ahnung, was ich hier treibe. Aber ich weiß, dass ich den Gleichstand gegen Zacian gewinne. Na, glaube ich. Und dann hebe ich mir notfalls die Attacke hier noch auf. Na und... Das wird schon besiegen, hoffe ich. Gelber Bereich wird besiegen. Obwohl, vielleicht knapp nicht. Nein, 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 oder? Okay. Oh. Demeteros, okay. Hätte ich komplett falsch eingeschätzt. Ja. Dann war es völliger Quatsch, dass ich mir Zacian aufgehoben habe. Aber völliger Quatsch. Okay, und gegen Demeteros verliere ich leider mit Iveltal den Gleichstand. Ja, der Gegner kann einfach auf Kraftkoloss gehen. Okay, ich werde aber dennoch verlieren. Ich werde verlieren. Ich werde nicht drücken, ich hole mir eine Standpauke. Na und... Ja, ich werde einfach verlieren. Ich werde leider einfach... verlieren. Oder auch nicht. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Oh, ich verliere doch den Gleichstand. Ich dachte, mit Best Buddy gewinne ich den. Ich verliere doch den Gleichstand. Schade, ich habe mich doch so bemüht. Ich habe hier wirklich alles rausgeholt. Ah, nervig. Demeteros auch komplett nervig für mein Team. Also richtig, richtig nervig. Hört doch mal auf. Wann war Demeteros da? Pack das weg, gefälligst. Das mag ich ja mal überhaupt nicht. Ich dachte echt, mit Best Buddy gewinne ich gegen Zacian, aber offenbar nicht. Stimmt. Oder ich habe Best Buddy nicht aktiv. Doch, ich glaube schon. Das war ein knapper Kampf.
Knappes Ding. Okay, die Alga bitte nicht Doppelfee. Denn ansonsten muss ich bald wirklich mein Leben neu beurteilen. Wieso gehen die Alga da sofort raus? Ich meine, ihr habt ja auch Eisenschädel. Das wäre ja auch die Sache. Und drüber da. Und dann hoffentlich runterfarmen. Mal schauen. Läuterfeuer oder... Okay, Läuterfeuer. Machst du hier. Und ich werde komplett runterfarmen. Du schaffst leider noch eine Attacke. Aber immerhin war mal keine Abschwächung. Das ist gut. Da war keine Abschwächung. Danach wird mich die Alga runterfarmen. Also, perfekt. Der freut uns sogar, weil dann kannst du hier nun weniger farmen. Oh, ich riskiere es. Niantic Internet! Ah, ich glaube, da war kein Niantic Internet. Ich habe einfach noch so viel überlebt. Ich meine, hilft mir nicht weiter, weil ein Nahkampf. Egal, ob mit Himmelswega oder Dingenskirchen. Oh, oder war es doch Niantic Internet? Offenbar, weil hier kein Feuerodem mehr war. Gut. Da hatte ich nochmal Niantic Internet. Synchron. Na und Abfahrt. Da mache ich den Stromstoß. Und dann noch eine Sofortattacke. Na und nochmal. Okay, perfekt. Die Kaskade kam vor meiner Abschwächung an. Dann gehe ich rüber. Okay, Double Shield. Ich weiß nicht, wie viele Sofortattacken. Ich glaube, 7. 8. Na oder so. 7, 8. Gute Nacht. Wunderbar. So. Und Fokusstoß. Na, könnte ich im Grunde durchlassen. Überlebe ich knapp. Also, ich will da nicht Schilde sparen oder so, aber es ist mir einfach so lieber. Weil, ja, dann kann die Alga hier nicht mehr viel farmen. Na und, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Hier muss ich aber nun nur aufpassen. Eine Kaskade kommt noch an. Das war doch nicht so gut. Das habe ich nicht bedacht. Das hat er gut gemacht. Da hätte ich vielleicht doch schilden sollen. Das wird so unangenehm. Das war nochmal richtig unangenehm. Na so. Ich glaube, ich habe Back-to-Back. Oh, nein, ich hatte noch nicht Back-to-Back. Ich hatte noch nicht Back-to-Back. Eine Sofortattacke fehlt. Nein, ich hätte noch eine machen sollen. Ah, okay, das war mein Verlust. Ich dachte, ich hatte schon Back-to-Back, aber dann ist ja der Attackenbutton anders eingefärbt. Nein, das hätte ich machen können. Hätte ich noch die Feuerodem überlebt für noch eine Sofortattacke? Oh, das war mies. Dann hätte ich doch bei Eviltal schilden sollen, oder? Vermutlich. Ich war so im gelben Bereich und da denkt man nicht dran, dass man von Feuerodem Drache gegen Fee so runtergefarmt wird. Da denkt man echt nicht dran. Also Drache gegen Fee will ich nur nochmal sagen. Drache gegen Fee. Ah ja. So, okay. Aber hat sich dann ausgeglichen? Kam eine schon nicht nach meiner zweiten Sofortattacke an? Egal, der Feuerregelkampf, den hätte ich auf jeden Fall gewinnen können und sollen. Da gibt es wirklich hier... Da kann man sich nicht beschweren, normalerweise. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Ich hätte vielleicht Eviltal schilden sollen oder noch eine Sofortattacke für Back-to-Back. Egal. Ne, wir sind hier in dem Kampf angekommen. Na und? Von daher müssen wir uns auch auf den konzentrieren, glaube ich. Also, die Alga wäre mal hier. Dann vermutlich keine Fee hinten. Alles klar. Gegner geht auf null Schilde. Ich sollte vielleicht wieder anfangen mitzuzählen. Das wäre nicht schlecht. Das wäre eventuell echt nicht schlecht. Aber ich glaube, der ist nun auf 100 Energie. Also auf komplett 100 Energie. Na und ich habe leider keine Attacke. So.
So. Und okay. Das ist nicht cool, aber ich schilde hier. Weil die Sofortattacken dann schon wehtun. Das war gut gemacht gegen Lugia, finde ich echt. Ich meine da, wenn man den Luftstoß richtig schildert. Aber dann kann man runterfarmen. Das war schon mal nicht verkehrt. Zacian hebe ich mir noch auf. Vielleicht kann ich dann die Leute feuern. Nein. Ah. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Na gut, das haben wir auch verloren. Also positiv wird das Set nicht mehr. Leider. Schade. Satz mit X, es war wohl nichts, aber sowas von nicht. Okay. Ein Eschan kommt nicht an. Das wird dich vermutlich besiegen, aber mich besiegen die Sofortattacken und ich habe bei Zacian keine KP mehr. Oh, da, du lebst noch. Du lebst noch. Und nun, Feuer Odem! Weg mit dir, Zacian! Eieiei. Das war böse. Doppeldrache hinten, okay. Okay. Können wir einen schlimmen Punkteabstieg eventuell noch verhindern? Seht mal, wie ich hier wackle. Ich taumle da so richtig herum und finde einfach niemanden. Aber so gut bin ich nicht. Leute, wieso findet mich niemand? Ich bin ein Free Win. Okay, eine halbe Stunde später hat sich offenbar jemand verklickt und den falschen Cup gewählt und natürlich 50 Punkte unten. Schön. Ey, der hat Legende mit Evil-Tal. Hat das eventuell mit den Giratina-Mewtwo-Kombinationen zu tun? Vielleicht. Eventuell. Okay. Aber Solgaleo. Na, alles klar. Gut, ich meine, wenn man Legende hat, dann will man nicht mehr so unbedingt viel kämpfen oder so. Aber eieiei. Das war wirklich der eine Kampf. Dann hätte ich nun noch eventuell positiv werden können. Der eine Kampf war wirklich brutal. Würde mich einfach nur interessieren, hätte ich noch die Feuer-Odem überlebt für eine extra Sofortattacke. Ich dachte echt, ich hatte schon Back-to-Back, aber ich hatte noch nicht Back-to-Back. Die Energie war fast gefüllt, aber so ein bisschen was hat dann gefehlt in der Rotation. Na egal, Groudon, okay. Und so viele schillernde Pokémon, ich liebe es. Liebe ich wirklich. Wir machen... Ihr wisst, was wir machen. Den hier. Der wieder nicht klappt. Aber kein Thema. Und dann noch ein Shiny. Einfach komplettes Shiny-Team wieder. Die Gegner haben nur noch schillernde Pokémon. Das ist ja richtig schillernd. Eine schillernde Leistung, die sie da erbringen. Ich sage, es drittes Pokémon auch Shiny. Okay, und die schilden heute wirklich immer korrekt meine Luftstöße. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr für die Gegner. Ich schau mal kurz hinter meiner Schulter. Schaut mir da jemand zu oder so? Ah, okay, und er macht Spiegel. Bekommt nun auch den Boost und kann eventuell runterfarmen oder so? Nein. Wenn er nicht ausgibt, würde ich das erreichen. Naja, wir können auf null Schilde gehen. Das wagen wir einfach mal. Das wagen wir nun einfach mal. Wir können auf null Schilde gehen. Schauen wir mal, ob er das machen wird. Das kann schon vorteilhaft sein. Okay. Null Schilde. Null wilde Schilde. Und weil du schon geboostet bist, ich möchte keine Attacke mehr abbekommen. Ich hoffe, er geht nicht den Groudon blind. Das fände ich böse. Okay. Hat noch eine sofort... Obwohl, habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall nicht den Groudon rein. Okay. Na und dann... Nicht abgefangen. Schlau von dir, weil wieso's... Okay. Null Schilde. Ich drücke sofort. Ich will auch nicht noch mehr Feuer oder Map bekommen, aber ich könnte mir noch ein bisschen Energie holen. Aber egal, ich drücke sofort. Und dann die Farbe Rot, so wie Iveltal von den Icons. Kadaboom, Kadabang. Eine gute Nacht.
Das ist der Nachteil, wenn man auf null Schilde geht. Durch den Sofortattackendruck von Feuerodem mit einem Schild, da hätte ich sowas nicht machen können. Aber auf null Schilde, okay, paar Punkte verlieren wir. Also, es sind vermutlich viele. Es sind immer mehr, als ich bekomme bei einem 3-2. Oh ja. Ja. Aber nicht viel, oder? Was war das? Ja, okay, 17 geht in Ordnung. Also, solange es keine 25 oder so sind. Na gut, das war kein gutes Set, aber Dankeschön.